Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. So, wieder mit dabei, der gute Yuka. Wo ist mein Karren, der hier stand? Hallo. Ich bin doch nicht blöd. Darauf antworte ich besser nicht. Der Herr Salentin ist auch dabei, wie ihr schon gehört habt. Moin. Der die gute Silkene. Hi. Unser Rahman Rahmanor. Und ja, unser Zulu, der leider nicht mit uns reden kann. Er hat sich ja so einen Stimmenverzerrer eingebaut, habe ich gehört. Er will übrigens mitmachen beim Ausmaulfreitag. Ja, hervorragend. Okay. Yuyuko, falls du weiteres Werkzeug haben willst, brauche ich Händels. Okay. Kann ich, sind noch Weichschaltstämme da? Scheiter. Keine Ahnung. Das ist der Kein blassen Lehmkarren. Schimmer. Nee, jetzt mal kurz im Flachs. Ich hatte gerade hier einen vollen Holzkarren hingestellt, wo 500 Holz drin waren. Am Straßenrand Richtung War Süden. das vor der Jagd oder ohne? Das war in der Nacht. Ich habe hier Wald Holz gefällt. Dann war das nach der Jagd, dann weiß ich nicht. Weil vor der Jagd stand hier, stand nichts. Doch, Danach weiß ich jetzt nicht. wo du bist, wo du jetzt stehst, ich hatte den Wagen hier abgestellt. Die Ja, Bäume aber habe ich das hier war. neu gepflanzt. Ich wollte ja nur sagen, vor der Jagd habe ich da nichts gesehen. Und nach der Jagd war ich nicht mehr da. Ich habe den Bären gefunden. Was, wo? Ich bin hier neben der Seidenstraße. Ach, du Relativ auch am nicht? Anfang, vor der Brücke. Dann komm her. Sehe ich dich von der Straße aus? Ich gehe gerade Richtung Straße. Wer hat den denn hier hingeschoben? Ich habe ihn wiedergefunden. Finde ich nett, dass Zulunax zumindest über den Chat mit unseren Zuschauern kommuniziert. Ja, ich hab extra auch den Global offen. Ich sehe dich. Sehr gut. Hier ist Bra der Bär. braucht ihr noch eine Armbrust? Dann komme ich mit. Voll Angriff. Den machen wir mit Lanzen alle. Okay, ein Streifer macht schon 45 Schaden. Wieso kann ich nicht in Kampfhaltung gehen? Kann irgendwie nichts machen. Das ist ja doof. Okay, die funktioniert anders als die Turnierlanze. So, jetzt bin ich wieder da. Wie Oh, das funktioniert sieht sie übel denn? aus. Die hat mich noch nicht Nein, nein, getroffen. nein! Aber mich! Jetzt! Was machst du denn da? Wieso? Warum willst du mich umbringen unbedingt? Warum? Ich würde mal drüber Ich finde das nachdenken. nicht lustig. Wieso reitest du mir Alleine. voll, wieso reitest du mir voll entgegen? Der Bär steht vor mir. Ich versuche vom Bär abzuhauen. In dem Moment reitest du gegen mich und stumpfst mich vom Pferd. Was? Wieso reite ich vor dich? Ja, ich kam noch von da gerade angeritten. Ja, mach alleine. Ich guck zu. Ist okay. Wie viel Life hast du denn jetzt noch? 7. Ja, das reicht doch noch für 7 Ich Bären. blute. Meine lieben Damen und Herren, die nächsten Folgen werden wir bei der Anmoderation wieder den Grumpy Silkene hören. Ja. Achtung, er kommt zu dir. Oh shit. Zweimal versucht Barock mich zu killen. Gewöhn dich dran, das passiert ja häufiger. Die macht die ganze Zeit durchbohrenden Schaden. Der will aber nicht umfallen, der Sau, der Sack. Der Der Sau. Sau. Oh, ich glaube, er hat ausgeblutet. So, wenn du jetzt noch meine Blutung stoppen könntest, wäre ich dir dankbar. Blutest du immer noch? 4. Schimpf doch nicht so. 3. Bin dabei. Ja, hilft Weg. nichts. Wo? Jetzt ist sie weg. Knapp. Ja, Lass mich raten, mir reicht 1? doch. Naja, es war noch im Schwanken. Oh cool. Du reibst dir dein Kreuz. Das letzte, was du brauchst, ist ein Hexenschuss und wochenlange Genesung. So. Wieso war doch gar nicht so schlimm. Der Bär kann doch nichts. Schade, würde ich jetzt mit aufnehmen, wüsste ich schon wieder den Clickbait-Titel für die Folge. Ja. Antislikene? Stirbt Silkene schon wieder? Fragezeichen. Muss mal gerade Salentina schießen, Moment.
Ich stehe in voller Platte bewaffnet vor der Übungspuppe. Komm her. Ich hätte aber dann kein Fragezeichen hintergesetzt, sondern ein Ausrufungszeichen. Volle Platte hilft dir gegen Armbrustbolzen wenig. Ausrufungszeichen wäre dann ja ein falscher Titel. Unbedingt. Mit der Frage wäre es ja... Es ist noch die Frage, ob er stirbt. Es stand auf der Schneide. Ich würde dir jetzt eher sagen, auf der Kippe. Ich würde eher sagen, auf der Spitze von der Lanze. Das war ganz auf schön knapp. Ich habe dich fast noch darunter gestochen. Wieso fast? Wie habe ich dich getroffen? Was glaubst du, warum ich geblutet habe? Echt? Oh! Ich dachte, das war der Bär. Barock, könnte es sein, dass du dein Upload wieder etwas versaut hast? Wieso? Das ist Global. Wie, kommen keine Folgen? Oh. Mal eben. Hab gerade nichts zu tun. Ja. Habe ich wieder das falsche Jahr eingestellt für die Veröffentlichung? Ich vermute es fast. 2074? Ich weiß es nicht. Noch ein? War es noch ein Bären? Uploads ist 116 die letzte. Ups. 116. Okay, 116. Da muss ich ja mal ein paar nachrüsten. Das erklärt, warum ich so viele Zuschauer auf meinem Kanal habe. Silent Team bringt nix, Barock bringt nix. Achso, es kann jemand Silent Team verarzten. Hä? Ja, das war gut. Silent Team, wehr dich. Hau ihn einmal und er liegt. Nö, nö. Ja, also, ne, 2 Wochen keine Folgen mehr, wird korrigiert. Ich vermute mal wieder falsche Jahreszahl. Gib mir doch mal eben dein Channel-Passwort, ich korrigiere das mal kurz. Nee, lass mal. Ach, schade. Kannst du doch öffentlich in der Folge mal kurz sagen. Ich kann auch mal mich kurz in mein Auto setzen, zu dir fahren und dir ein paar in den Hals hauen. Nein. Du mir ist gerade spontan eingefallen, ich muss noch mal kurz los. Da fällt mir ein, ich muss dir noch den Schlüssel wieder abnehmen. Aber der Rest, den du hier stehen hast, der bleibt auch schön stehen, wenn du dann vorkriegst. Ja, meinen kompletten Rechner mit Monitoren, Mikro etc., ne? Ja, klar. Den Rechner kannst du mitnehmen, keine Sorge, den brauche ich nicht. Aber die Monitore und das Mikro soll stehen bleiben, ja? Letzteres kann stehen bleiben. Du hast dasselbe. Nur, dass meins nicht kaputt ist. Meins ist auch nicht kaputt. Dreh's mal über Kopf. Ich glaube, ich komme mal kurz im vollen Galopp mit der Lanze angeritten. Dann müsstest du nur jemanden haben, der dich verarztet. Sag mal, du sollst dann vorbeireiten, nicht dagegen. Ja, aber ich hab's getroffen. Muss ich erstmal gucken, ob ich... Sylkene soll ich getroffen haben. Bärenkopf, Bärkopf. Den sehe ich nicht mehr. Wie ist es jetzt? Ja, scheiße, als würdest du dein Mikro über den Kopf halten. Hast du so lange gebraucht, um dein Mikro über den Kopf zu stellen? Wieso sollte jemand sein Mikro auf den Kopf stellen? Weil es da angenehmer hängt. Ich hab's gerade auch nicht über den Kopf, aber sonst. Jetzt habe ich es wieder richtig. Dafür ist mein Mikro viel zu schwer, da fällt der Mikrofonständer um. Du musst ja halt das Tischmount, den Schwenkarm von Rode besorgen. Der sollte das sogar das halten. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ist das wirklich so scheiß, wenn ich das Mikro auf den Kopf stelle? Ja. Warum? Weil es kaputt ist. Hattest du die Tiere gefüttert, Yuyuka? Ja. Ich habe überall wieder 20 neue Äpfel reingetan. Alter, die Axt sieht schon so nur 20? Weil ich nicht mehr reingekriegt habe. Gewicht 5. Gewicht 20, Kollege, bei den Schafen. Noch einen Elch gefunden. Den lasse ich jetzt in Ruhe. Weil die 20 Äpfel, die fressen die in einem Tick weg. Ich guck noch mal, Moment. Noch ein Elch? Wo ist den denn?
westliche Küste runter, an der, direkt am Sandstrand. Tja, das riecht ja mal wieder nach einem Lanzenangriff. Wer braucht Pfeil und Bogen zur Jagd, wenn man eine Lanze hat? Naja, Menschen ohne Pferd. Lucene, wolltest du mit den Elch angreifen? Nö, lass mal. Warum denn nicht? Dieses Grinsen hinterm Mikrofon, ne? Meinst du? Ja. So. Westlich an der Küste am Sandstrand, sagst du. Auf welcher Höhe etwa? Unter der Bucht. Okay. So, gucken wir doch mal. So, südlich vom Berg bin ich jetzt. Unter der Bucht, sagst du. So. Ja, ist egal. Wieso liegt hier ein Hirschkuh-Kadaver rum? Sammeln. Dann habe ich in der Nacht nicht mehr gefunden. Achso. Ich bin gerade noch an zwei Wildschweinen dran. Ja, aber lass dich nicht runterboxen, ne? Ja, 3 HP habe ich noch. Die Juckert, ich glaube, die Frage geht an dich. Habt sie schon beantwortet? Echt? Die Scheite sollten, wenn es geht, eine gute Qualität haben. Nee, schlechte. Und die Balken ist es auch egal. Wieso sollten die Scheite eine schlechte haben? Kohle? Ja, da ist gute Qualität auch besser. Okay. Da ist der Elch. Attacke. Das gibt's doch nicht. 5 Wildschweine. Oh, was ist denn hier los auf dem Server? Die sind alle aggressiv. Die wollen nur spielen. Soll ich dir helfen, komm? Nee, lass mal. Das ist nicht so gesundheitsförderlich, wenn du zu Hilfe kommst. Also mir hat's noch nie geschadet. Ich würde hier am liebsten jetzt wieder einen Spruch lassen, aber das traue ich mir jetzt nicht. Oh, shit. Das könnte mein Tod sein. Weißt du noch, wo deine Sachen liegen? Ja, ziemlich genau sogar. Oh, Schwein gehabt. Aber richtig Schwein gehabt. Saltin? Hm? Wir ändern den Titel der Folge ab.
Wird Barock sterben? Fragezeichen. Ich bin gerade mit dem Pferd mit einem Fuß im Wasser gelandet. Was macht das Pferd? Du machst einen Freiflug? Ja. Barock und Silkene sterben in einer Folge? Fragezeichen, Ausrufezeichen, 1-1, Ausrufezeichen. Ich wäre für, stirbt Silkene in der Folge? Nein, es ist Barock. Nein, das ist kein Clickbait, das gibt schon das Ende voraus. Was haltet ihr von Barock und Silkene? Ein epischer Kampf. Nein, wir haben den alten noch nicht mal weg. Die kleine Ecke fehlt da doch noch, ne? Also das kleine Feld oben drin. Ja. Oh, daneben. Muss doch treffen. Ja, in der Außenperspektive Lanzen reiten ist gar nicht so einfach. Da wackelt immer so wenig, ne? Ja. Was macht der Dicke jetzt schon wieder? Wieso? Weil im Hintergrund ein Argus zu hören war. Ach so. Ja, meine Frau will gerade was am Telefon machen und der Hund legt sein Gesicht da drauf. Aufmerksamkeit. Und er hat wieder einen Katzennapf angeschleppt. Dieses Vieh, ne? Also sorry. Ist da Katze drin? Nein. Also sorry, Barock. Das Angebot, deinen Hund zu führen, wenn ich mein neues Fahrrad habe, ich lass es. Ich nehm's. Nein! Oh, der muss auf so einen Highspeed kommen. Ich will's immer noch mit dem Board ausprobieren. Hattest du den Elch eigentlich geschafft? Ja, klar. Ohne Schaden. Spielverderber. Obwohl ich abgeflogen bin. Aber der Elch hat noch seine Agro-Schode abgezogen. Die Zeit hatte ich dann, um aufzustehen, um mich wieder aufs Pferd zu setzen. Oh, ich komme jetzt auch mal zurück. Ramon, ich habe dir mal meine leeren Flaschen in die Kiste vor die Apotheke gelegt, ne? Jupp, danke. Und ich gehe jetzt mal Hasen jagen. Ich kann dir sagen, wo noch ein paar Wildschweine stehen. Oh, ich sehe mal da vorne reiten. Warte, soll ich nochmal mit der Lanze umdrehen? Ja, mach mal. Da sind noch zwei Wildschweine. Wo? Ich hab leider keine Bolzen mehr. Einfach den Strand weiter runter. An der Baumgrenze. Gucken, ob ich die mit der Lanze überhaupt treffen kann. Mir haben die Zuschauer wieder sehr viele Abwechslung und Perspektive. Ich würde sie eigentlich auch zähmen, aber ich habe Angst, wenn die mich noch einmal hauen, dann war's das. Darf ich wieder was singen? Nein. Der Bade Jojuka. Da vorne sind sie, siehst du? Jojuka, erinnerst du dich noch an Trubadix? Ja, das ist ein Sumpfgenosse von mir. Möchtest du sein Schicksal teilen? Immer aufgeknöpft am Baum hängen? Ja. Und wie du heute schon mal so passend sagtest, sei vorsichtig, du bist in Reichweite. Hä? Wo sind die? Nicht? Könnte es sein, dass es sich gerade wieder zuzieht und dass es windiger wird? Ja. Jo. Also ich bin immer noch hinter dir. Ah, da sind sie. Okay, mein Pferd braucht aber vorher noch eben eine kleine Pause. Ich weiß jetzt nicht, was langweilig ist. Das Holz sägen oder die Steine aus der Mine holen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Was haltet ihr für interessanter? Den Bergmann Jojuke oder den Holzfäller Jojuke? Ich kann dir auch Äpfel zum Zähmen geben, wenn du willst. Ich dachte mir schlapp, wenn da als Kommentar nur steht, den toten Jojuke. Da ich weiß, dass du keinen YouTube-Kanal hast. Keiler oder Bachen? Ich mach mir mal kurz ein Memo. Das ist Bache. Und die hinten dran müsste auch Bache sein. Dann gib mal Äpfel. Und ich weiß auf jeden Fall, was ich heute in der Aufnahmepause wieder machen werde. Reichen die? Nee, mehr, oder? Ein paar mehr wären schon gut, ja. Oh, nee, so viele nicht. Da krieg ich ja die Vieh hier gar nicht mehr mit. Ja, doch. So, vorsichtshalber noch eben ein Überzeugungsholz einpacken. Ja, ich habe auch. Ich komme auch mit. Dann kann ich wenigstens ein, zwei Mal drauf haben, bevor ich groß los bin.
leider keine Bolzen mehr. Gut, und hier weiter. Nehmen wir lieber die Pferde mit, das ist ein Stück. Okay, kannst du mir das Schweinchen eben abnehmen? Jo. Das ist wieso, scheiß Handelsfenster da. Ich hab's jetzt nicht ernsthaft auf den Boden geschmissen, oder? Klar. Moment. Also, zweiter Versuch. Vielen Dank, Sulanax, für deine ehrliche Antwort. Was? Toter Yolo. Da habe ich den Keiler aber noch nicht gekillt. Könnte sein, dass der noch irgendwo hier in der Nähe ist. Ja, ich wollte die Hellebarde schon immer mal ausprobieren. Da hinten ist er. Ja. Der Keiler, oder? Oh! Ja, ist der Keiler. Dann gucken wir doch mal. So, Zeugungsholz bereitgelegt. Geh dann rückwärts, dann komme ich von der Seite dran, wenn er dich angreift. Wieso kann ich den denn nicht. Wieso muss ich da so nah ran? Von hinten ran, dann werden sie weniger. Ja. Ich kann nicht so schnell rennen mit der Hellebarde. Oh. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du mich jetzt umgenockt hättest. Mach. Kann ich nicht. Ja, ich mach. Achso. Ein HP. Oh, das ist doch genug. Läuft. Maßarbeit würde ich das nennen. Ihr müsst jetzt noch irgendwo in der Bache sein. Bleib doch mal stehen. Warum? Damit ich heilen kann. Ach so, boah. Dann reckst du doch schneller. 21 HP, alles gut. Da geht noch was. Da gehen noch mindestens 3 Keiler. Sollen wir Spuren suchen? Wahrscheinlich sinnvoll, ja. Warte, ich suche. Hier, darum. Clever wäre es natürlich gewesen, wenn wir vorher in eine Formation gegangen wären. Dann hätte ich die Spuren auch gesehen. Können wir ja machen. Das ist wieder so eine Spur, die über die ganze Karte geht wahrscheinlich. Gut möglich, ja. Ich sehe sie nicht mehr. Du konntest keine Spuren finden. Na super. Das hat viel schon hinüber, oder? Ja, ne, hier gibt's nichts. Sollen wir nochmal. Nach Süden? Oder willst du zurück? Ja, wir können auch eine Runde drehen, ja. Dafür wollen wir hier wachsen.
Geh nochmal zum Strand runter. Hier ist jetzt echt wenig los. Ja. Wir haben alle gekillt. Hör doch was. Bein gehört. Die Tiere sind alle wieder versorgt, bis auf die im Stall. Du nimmst hier aber auch verwundene Wege, du. Müsstest vorbeikommen. Also meine Jagd hat so überhaupt keinen Erfolg. Ich verliere jede Spur wieder. Die verlaufen sich alle im Sand. Das ist ja doof. Da ist ein Hase. Ich habe keinen Bolzen mehr. Da oben, toll. Ich guck drauf. Ich habe auch keinen Bolzen. Willst du mit dem Pferd? Da treffe ich doch keinen Hasen. Ich bezweifle, dass ich ihn mit einer Nahkampfwaffe erwische. Siehst du? Ja, mal gucken, ob wir den mit der Hellebarde kriegen, ne? Aber das glaube ich nicht. Ich versuche ihn zu dir zu treiben. Bleib mal stehen. Ausgeholt habe ich. Du müsst ja gerade vor mir weglaufen, oder? Theoretisch ja. So, ich gucke jetzt genau auf dein Pferd. Ja, vom Wegen! Treibt ihn zum Wasser! Das ist gar nicht so einfach. Ja. Da ist das Wasser. Oder nicht? Er geht nicht. Ich mache ihn. Warte. Ich hätte einen Sohn. Hase mit Hellebarde erschlagen. Oh Gott. Ja. Ist noch was vom Hasen übrig? Oh, mit Bullen vergreifen an, oder? Bullen können angreifen, ja. Feigling. Es gab ein Pelz, drei Knochen und zwei Wildfleisch. Ja, aber ein leichtes Leder. Ich hoffe, du bist stolz auf mich, dass ich den gesehen habe im Vorbeireiten. Auf jeden Fall. Adlerauge. Du wärst ja fast drüber geritten. Da wäre der Hase aber auch platt gewesen. Ja, aber dann wäre nichts mehr übrig geblieben. Ich möchte echt nicht wissen, wie ein Hase in real aussehen würde, wenn du den einen mit der helle Bade überziehst. Flatsch. Zweigeteilt? Nicht mehr wie ein Hase. Na, da ist er geteilter Meinung. Hier noch einen Hirsch anzubieten. Hirsch kriegen wir, oder? Können wir machen. Sieht echt? Sieht so aus. Wieso treffe ich den nicht mit dem Kolben? Der Kolben ist vom Pferd auch scheiße.
Treff ihn. 5 Schaden. Oh, jetzt aber 26. 10. Au. Er wehrt sich. Nein, nicht auf mich. Er ist tot. Ich hab ihn. Hat er dich getroffen? Nein. Deiner, meine? Deiner. Wenn man mit den Gedanken wieder mal woanders ist. Ich muss mal irgendwas beißen hier. Der Fleisch wegschmeißen. Wieso wegschmeißen? Ich habe erstmal ein Rindersteak gegessen. Willst du Rohs? Ich habe 200 dabei. Nee, lass mal. Knochen sagtest du auch weg, oder? Ja, können auch weg, ja. Ist mit dem Speer eigentlich besser als mit dem Schwert vom Pferd? Mit dem Speer? Ja, das geht. Einen kleinen Speer. Probiere ich mal, ich habe eh keine Pfeile mehr. Das geht ganz gut eigentlich. Wie ich jetzt mit 4 verschiedenen Spuren zu dem gleichen Ochsen komme, ne? Aha. Warum ist das nur einer? Es sind nur mal 2 nochmal. Wir sind übrigens über die Zeit. Ah, okay. Ja, ihr kennt die Spirenzien. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abo dalassen. Wenn ihr mitspielen wollt, sonntags, 18 bis 22 Uhr ist der Server für euch verfügbar. IP und Passwort stehen unten in der Videobeschreibung. Und ja, ne? Schaut auch mal auf dem Kanal öfter vorbei und auf den von den anderen, die aufzeichnen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.